Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen in World's Finest Gamer am Start. Zunächst einmal wünsche ich euch allen da draußen ein frohes neues Jahr und ich hoffe mal, dass ihr alle gesund und munter ins Jahr 2022 reingestartet seid. Freunde, ich heiße euch alle recht herzlich zu meinem ersten Video im Jahr 2022 willkommen und in diesem Video möchte ich mit euch über ein paar Dinge sprechen, die mir so ein bisschen auf dem Herzen liegen und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an dieser Stelle mal an, damit das Video nicht allzu lange geht und deshalb würde ich sagen, let's go! Freunde, ich bin am Neujahr nach einer sehr, sehr langen Silvesterfeier früh am Morgen heimgekommen und dort wurde ich von einigen Crewmitgliedern mit einem Video überrascht, welches mir persönlich sehr nahe gegangen ist. In diesem Video haben sich sehr viele meiner Crewmitglieder die Zeit genommen, um mir ein frohes, neues, gesundes Jahr 2022 zu wünschen und um mich ein bisschen halt auch aufzuheitern, weil ich halt im letzten Jahr sehr viel Scheiße erlebt hatte. Ich habe im letzten Jahr mit einem Todesfall in der Familie zu kämpfen gehabt und das war eben auch der Grund, warum ich im letzten Jahr oft nicht die Motivation, die Zeit und die Lust hatte zu streamen und deshalb habe ich auch im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Streams ausfallen lassen. Videos sind ja im vergangenen Jahr sowieso zu diesem Zeitpunkt kaum noch welche gekommen, denn damit habe ich ja im Grunde schon im Jahr 2020 aufgehört gehabt. Aber warum habe ich im Jahr 2020 aufgehört, Videos zu produzieren? Nicht nur, weil es mir nicht besonders gut ging, wie ich ja gerade schon erklärt hatte, sondern auch, weil ich einfach den Spaß dran verloren hatte, GTA-Videos zu produzieren. Ich habe im Jahr 2014 damit begonnen, GTA-Videos zu produzieren und habe das Ganze dann bis ins Jahr 2020 fast täglich durchgezogen, wo ich fast täglich ein neues GTA-Video produziert hatte und irgendwann fing das Ganze halt einfach an, extrem einseitig für mich zu werden. Viele Glitch-Videos liefen immer gleich ab, lediglich die Variante des Glitches war immer eine andere, jedoch waren die Vorbereitungen und das Endergebnis immer das gleiche, sprich, kauf dir ein LG RH8 in die Garage und am Ende hast du dein Auto dupliziert und du kannst es für gutes Geld im Los Santos Customs verkaufen und hast halt einfach ja, ein bisschen Geld durch das Video in GTA Online dazugekommen. Und das hat eben etwas in mir ausgelöst, was mir den Spaß genommen hat, GTA-Videos zu machen. Ich weiß, es mag sich vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber ich wollte einfach nicht mehr immer das Gleiche jeden Tag machen. Nur einen Money-Glitch suchen, den dann aufnehmen und dann am nächsten Tag das Gleiche wieder von vorne. Und das war dann eben der ausschlaggebende Punkt, wieso ich dann zu den Streams rüber gewechselt bin und die Videos komplett eingestellt hatte. Allerdings habe ich euch ja auch immer in den Streams gesagt, sollte ich wieder Lust bekommen, Videos zu machen, dann würde ich auch wieder anfangen, Videos zu machen. Nur keine Ahnung, ob und wann das dann der Fall halt sein sollte. Und als ich gestern mit Armin, den ihr eh alle aus den Streams kennen solltet, in der Party gechillt habe, haben wir uns eben nochmal das Video, was ich gerade schon angesprochen hatte, was die Crewmitglieder gemacht haben, zusammen angeschaut. Und dann haben wir halt auch ein bisschen über die alten Zeiten gesprochen und so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Und dabei habe ich halt gemerkt, dass ich es doch vermisse, Videos für euch zu produzieren. Und deshalb bin ich nun wieder zurück mit den Videos und werde ab sofort wieder regelmäßig Videos hier auf meinem Kanal hochladen. Wir haben uns ein paar Dinge überlegt, die in Zukunft hier auf meinem Kanal kommen werden. Einige neue Serien, aber auch der alte WFG-Content, den ihr noch von früher kennt, wie zum Beispiel Rockstar Logik und so weiter. Das soll auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier wieder auf meinem Kanal zu sehen sein. Die aktuellen Streamzeiten bleiben natürlich erhalten, sprich jeden Freitag und Samstag ab 22 Uhr gibt es Livestream, so wie ihr das ja aus dem letzten Jahr auch kennt, wenn ich denn dann mal da regelmäßig gestreamt habe. Und zudem werden ab sofort wieder regelmäßig Videos hier mit neuem, aber auch mit altem Content auf meinem Kanal erscheinen. Ihr könnt mir ja mal an dieser Stelle hier in die Kommentare schreiben, auf was für Videos ihr Bock hättet. Freunde, ich hoffe, euch gefällt die Nachricht, dass ich wieder zurück bin mit den Videos. Lasst mir auf jeden Fall auf Ehre für Bruder Algo noch ein Like da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.